Willkommen zurück zu einem neuen Part von Theme Park Manager. Es ist länger her, dass ich wieder hier war, deswegen muss mein kleines Gehirn sich erstmal wieder ein bisschen einfügen. So, was haben wir denn Schönes? Was seid ihr eigentlich? Forschungsarbeit abgeschlossen. So, Attraktion. Das Tentakel. Größe Adrenalin, Schießbude, ein Schirmladen. Ja, Schirm brauchen wir nicht. Gefrorenes Mammut. Man sieht, die Leute sich schnell, nicht so schnell langweilen. Gebüsch. Ja, warum nicht? Könnt ihr euch da mal um das kümmern? Und zack. Und ihr könnt euch um eine Bude. Eine Schießbude. Ja, geschickt zu testen. Na, warum nicht? Buden sind immer gut, um Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. So. Ich speichere nochmal schnell kurz. Zack und zack. So. Also. Wir sehen. Wir brauchen. Was sind eigentlich unsere Aufgaben? Ziele. Jo. Wir haben einen weiteren Themenbereich in der Planung. Voraussetzung ist hier. Du musst das Land der Erfindungen besuchen, um befördert zu werden. Dann geh zurück zum Polarkreis, um dein Ziel zu erreichen. Löse zwei Aufgaben im Themenbereich Polarkreis. Aha. Genau. Besucherrekord. Und unser Pass ist ziemlich bekannt und wir müssen von dieser Popularität weiter aufbauen. Ich würde gerne mal erleben, dass 30 Tage lang mindestens 40 Leute den Park besuchen. Du hast 30 Tage Zeit, dich vorzubereiten, bevor die Besucherzählung beginnt. Na los, Zeit ist Geld. Der ist immer so unfair zu mir. Was ist das? Einer unserer Mitbewerber verdient sich eine goldene Nase. Ich wünsche mir, dass wir innerhalb der nächsten Zeit einen Gewinn von mindestens 1000 Dollar erwirtschaften. Dann werde ich darauf achten, bis du es auch schaffst, diese Profitniveau mindestens 62 Tage zu halten. Muss viel nachdenken, um viel zu verdienen. Also an die Arbeit. Aha. Sturmfreie Bude. Schluckspecht haben wir ja geschafft. Kinderglück. Hasenfuß. Dein Stuhl wackelt. Mein Stuhl wackelt nicht. Wir müssen unsere Mitbewerber. Du hast dich in dieser Arbeit noch nie versucht. Wenn du es Erfolg hast, bekommst du 2 Gold. Bei einem Erfolg wird der Aktienkurs um 4% steigern. Besucherrekord wird schwierig. Besucher in den Park locken. Wird schwierig, bevor. Um deine langsame Forschung zu beschleunigen, kannst du mehr Forschern Arbeit zuweisen. Jo, 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 jo. So. Ein neues Extra ist erfunden worden. Ein eingefroren. Forscher haben eine neue Bude entwickelt. Okay, ist nicht gerade das Allheilmittel für alle Seuchen der Welt, aber immerhin. Jo. Schaut mal, ein eingefrorenes Mammut. Okay, wir haben noch eine neue Bude. Und das heißt, weiter den Leuten Geld aus der Tasche ziehen. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Uns geht nämlich langsam ein bisschen der Platz aus. Und da hier eh nie jemand vorbeigeht, möchte ich abreißen. Jo. Eine Attraktion steht kurz vor dem Ausfall. Deckung! Oder man könnte das Ding natürlich auch reparieren. Wäre ich auch dafür. So, wo waren das hier? Nicht mit sie abreißen. Angefordert mich. Nein. Ich möchte. Wird repariert. Jo, 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 jo. So. Da hat einer wieder gekotzt. Der hässliche Bastard. So. Jo, schwupp und schwupp und schwupp. Nein. Ach, ich will es versetzen. Abreißen. Genau. So, Attraktion bauen. Wir haben eine neue Bude. Wo war die denn? Oh Mensch, ich bin. Schießbude, genau. So. Dann Gewinnchancen ganz hoch. Es gibt eine neue Aufgabe. Du wirst sie doch wohl übernehmen, oder? Klar. Probleme stimulieren schließlich das Gehirn. So. Hallo, ich dachte, du könntest etwas Abwechslung verdammen. Habe ich dir eine Aufgabe? Schlag mal die Seite auf. Okay, machen wir. Ich komme, gucken wir uns das doch mal an, was der von mir will. Nein, Willi, nicht du. Du musst mehr Besucher in den nicht Park du. Sturmfreie Bude. Lass uns versuchen, so viele Besucher. Diese Bude läuft bei einem unserer Mitbewerber höchstens gering. Ich hätte für unseren Park gerne auch so eine Bude, aber die soll natürlich noch erfolgreicher laufen bei den Konkurrenz. Du wirst dafür sorgen, dass sie innerhalb von den nächsten mindestens 20 Besucher verzeichnet hat. Habe ich da
Mich da klar genug ausgedrückt. Zu zeigen, es gibt noch einen Bonus. 3000 in Bar. Okay. Irgend so ein Scherzkeks hat hier eine Stinkbombe in der... Wollen wir uns mal an der Aufgabe versuchen? Ich kann ja dann eh neu laden, falls... ...in Vergnügungspark geworfen. Du solltest sie schnell wegräumen lassen, bevor den Besuchern übel wird. Du hast deinen Forscher nichts zu tun gegeben. Ja. Dabei gibt es so vieles, was sie erforschen könnten. Jo. Geh ins Forschungslabor und weise ihnen Aufgaben der zu. Der Tentakel. Und ihr könnt... Der Froster. So. Seid ihr jetzt zufrieden? Wer hat hier eine Stinkbombe? Ja, du bist eh draußen, also von dem her... ...ist mir das... ...unzufrieden. Warum? Jo. Wollen wir hier ein bisschen... Schau mal, ein Mammut! Bling! Hat Spaß gehabt. Hui! Jo. Infostand. Schießbude 2. Heißt die so? Warum kotzen die mir immer auf den Boden? Ist echt unfair von euch. Sechs. Wie viele Dinger wollte er haben? Lass uns versuchen, so viele Besucher wie möglich 20 in diese Bude zu locken. Wir probieren es mal. Lass uns versuchen, so viele Besucher wie möglich in diese Bude zu locken. Wir müssen unsere Mitbewerber abhängen. Denk daran, wenn sie bis zum Ende des Monats immer noch so überlastet sind, werden deine Forscher in Streik treten. Lass uns versuchen, so viele Besucher wie möglich in diese Bude zu locken. Es wird schwierig. Wird schwierig. Nee, das wird Hurra! Nicht. Ich lade nochmal. Du hast deinen Forscher nichts zu tun gegeben. Dabei gibt es so vieles, was sie erforschen könnten. Geh ins Forschungslabor und weise ihnen Aufgaben. Habe ich die Dings gemacht? Schon? Lass uns versuchen. Nee. Okay. Genau. Jo. Ich muss auch meine Forscher. So. Genau, wir waren hier bei der Tentakel. Das Tentakel. Lautsprecher. Schild. Der Froster. So. Okay. Ist das langweilig? Bin ich langweilig? So. Müssen. Müssen da. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Müssen. Bauen hier einen Schneemann hin. Schau mal, Schneemann! Und bewerben hier die Schießbude. Genau. Genau, so. Hier speichern wir nochmal. Weil wir müssen irgendwie, ich glaube, ich warte darauf, dass ich mir ein Extra holen kann. Das musst du eigentlich nicht.
Oh, putz da mal. Hier hat einer hingekotzt. Diesen dreckigen Vögel. Denk daran, wenn sie bis zum Ende des Monats immer noch so überlastet sind, werden deine Forscher in Streik treten. Warum sind sie denn überlastet? Die sind doch gar nicht überlastet. Ich hab nirgends mehr Platz, das ist etwas ärgerlich. Wo soll ich denn das hinbauen? Ich bin etwas überlastet hier. So. Also noch weiter runter mit der Arbeitskraft. Brandbekämpfung. Meine Fresse. Irgendwie kommen wir nicht so vorwärts, wie ich das gerne hätte. Aber die Schießbude wird halt einfach zu wenig stark besucht. Du hast mehr Forscher, als du für einen Park dieser Größe brauchst. Na und? Klicke einfach auf einen Namen. Ja, Zufriedenheit. Ist ja voll oben. Ich weiß gar nicht, was euer Problem ist. Hurra! Wir haben eine neue Attraktion entwickelt. Das heißt, nein, nur eine Verbesserung für eine Attraktion, aber das ist doch auch was Feines. Super Segel. Oh Mann. Hör mal, dieses Gekotze da. Kann man da was Vorgefertigtes? Die Forscher sind zufrieden mit den Verbesserungen und sie haben sich entschieden, den Streik abzusagen. Ah, wusste ich doch. Na, aber wo wollt ihr denn? Immer wieder diese. Wollen wir noch einen Schirmladen machen? Kanu. Lautsprecher, Schild, Gebüsch. Schirmladen, also komm. So. Dauert zwar Ewigkeiten, bis man irgendwas gemacht hat. Tut gar nichts. Mir ist schlecht. Na und? Geh auf den Klo. Gegenwert fürs Geld. Fotodisk. Ah, für diesen. Der kotzt schon wieder auf den Boden. Warum kotzen die alle auf den Boden? Wäre nicht so, als müsste man das nicht machen. Aber okay. Warum tut man das? Das wird schwierig hier. Die hat genau nur 3. Da hat einer von im Vorstand gekotzt. Hey du. Kotzt das mal auf, da kotzt mir einer von im Vorstand. Was eigentlich mit der anderen Bude, die ich noch gebaut habe? Weil, ja, es hat geklingelt zwar, aber ich will gerne wissen. Die wird die eigentlich genutzt? Jo. Eigentlich nicht. Bling. Das hat Spaß gemacht. Damentoilette. Sauberkeit. Irgendwo ist ein Vulkan ausgebrochen und wir müssen jetzt mit einer 3-monatigen Hitzewelle rechnen. Schon ab nächsten Monat.
Ja, mir zu errechnen. Schön ab nächsten Monat, das bedeutet, dass mehr Besucher kommen dürfen und Nachfrage nach Getränken höher sein. Ich frage mich, ob es Sinn. Ich frage mich, ob es Sinn machen würde, neben dem Dings hier ein, ob es Sinn machen würde, neben dem Schießbude ein Dings zu errichten, damit, Jo, ich nehme mich mal schnell mit, versetzen, putz mal auf. So, aber solche Sachen werden erst in der nächsten Part, wieder in Angriff genommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part von Theme Park World. Auf Wiedersehen.